etwas, man auf gesellschaftlicher Ebene etwas in Rolle gebracht hat oder etwas verändert, das geht immer gerade Jahre. Und das kann auch recht zermürbend sein. Wenn man auch etwas schafft und man weiss, frühestens in 3 Jahren wird überhaupt über das geredet. Container ist auch so ein bisschen etwas, nicht um sich politisch abreagieren, aber doch um das Gefühl zu haben, ein bisschen etwas verwerten wir natürlich schon jetzt. Dort, wo wir jetzt hingehen, laufen auch einige Leute ab und zu vorbei. Manchmal spiele ich mir dann so, ich bin eine Mitarbeiterin, die eigentlich am Wegschmeissen ist und tue so einfach so, als wäre es nur Masche der Welt. Aber manchmal hören die Leute dann schon ein bisschen und denken, mein Gott, was ist das für eine arme Frau, die da im Müll geht, wühlen. Es gibt 2 Beweggründe, kann man eigentlich sagen. Also, mein persönlicher ist vor allem, dass ich finde, ich rette Lebensmittel vor der Entsorgung, die einfach nicht zur Entsorgung gedacht sind. Das ist einfach ein absoluter Ressourcenverschleiß. Das finde ich ziemlich skandalös. Das ist mein Hauptgrund. Nebenbei ist es natürlich ein schöner Nebeneffekt, dass man gratis zu Gemüse kommt und zu Lebensmitteln. Also je nachdem, wo das man geht und wann das man geht, kann man problemlos fast einen Wocheneinkauf machen. Zumindest was Gemüse betrifft. Es ist nicht illegal, weil also solange der Ort, solange es nicht ein Einbrechen ist auf Privatgrund und man nichts aufbricht, ist in dem Moment, wenn die Sachen weggeworfen werden, dann gehören sie der Öffentlichkeit, oder? Also was auch so ein Rule ist, dass man nur so viel mitnimmt, wie man selber halt auch kann verwerten oder essen. Ich kann einmal müssen einen Eisbergsalat, den ich aus dem Container gerettet habe, wegrühren bei mir zu Hause, dann, weil ich es nicht geschafft habe, den zu essen. Und das habe ich irgendwie noch dramatisch gefunden. Finanziell darauf angewiesen bin ich nicht. Also, ich begrüße es, ich bin nicht auf Rosen gebettet, aber ich könnte mich auch sonst finanzieren. Sonst arbeite ich noch in der Bäckerei, einfach so ein bisschen zum Geld verdienen. Die ganzen Sandwich und Canapés und Patisserie, das rühre ich alles weg. Und ich meine, das ist schon etwas, das einem auch ein bisschen härter kommt. Also so, gerade wenn man sich eigentlich auf diesem Bereich engagiert und empört, dann machst du es selber. Ja, ein bisschen schizophren. Es ist offen, also wenn jetzt 7 Tage geschlossen werden, würde ich jetzt so nicht reingehen. So eine schöne Ablagefläche. Ah. Da hat es jetzt gerade mal Waschmittel drüber. Schönes Blümchen. Fette Beute! Da sieht man jetzt, haben wir Äpfel. Ja, ein paar verderbt, aber da kann man super Äpfelmus oder Äpfelweihe machen. Feine Kiwis. Was jetzt das Problem ist, weiß ich wirklich nicht. Da haben wir jetzt so einen typischen Sack und da ist jetzt eine verfault und alle anderen sind eigentlich alle, ja gut, da hat es auch noch eine. Aber da die Mandarinen, das spürt man, die sind alle vollkommen okay. Das muss man einfach dann zuhause gerade aufschneiden und aussortieren, also die verfaulten dann weg tun. Oh, oh, jetzt kommt jemand. Haben Sie eine Bewilligung, hier reinzugehen? Haben Sie es oder haben Sie es nicht? Weil ich kann auch gerne einen Schlüssel holen und Sie abschließen. Ja. Deswegen. Okay. Bitte Sie ganz höflich einfach hier rauszugehen und nicht nochmal hier reinzukommen. Oh, das kommt jetzt auch da rein. Oh. Würden Sie das im Laden kaufen? Das ist eben das Problem, oder? Ja.
Nein, klar nicht. Also, wenn ich das nicht verkaufen würde, würden Sie das kaufen? Ja, aber die eine hier ist gut noch, die da. Das Problem ist, wenn die so angemacht ist, wäre jemand mit nach Hause eine Stunde lang, oder? Wenn ich jetzt eine Anzeige bekäme, was nicht etwas ist, was ich erst streckle. Aber wenn es eine wäre, würde ich einfach damit an die Medien und aufzeigen, hey, schau mal, ich habe eine Anzeige, weil ich dann ihren Abfall verwerte. Was ist das für eine Gesellschaft? Ja, wenn ich eine Anzeige habe, ist es zwar schlecht für mich, aber er dient dann wenigstens der Sache. Grossverteile sind grundsätzlich selten komparativ. Alles, was wir Container gehen, ist etwas, was wir nicht kaufen können. Sie sind natürlich nicht daran interessiert, dass wir ihre Abfälle verwerten, das ist klar. Das fängt natürlich bei der Produktion an, dass schon beim Bauern jenseits an Nahrungsmittel aussortiert werden, weil die Trüble zu gross sind oder zu krumm. Auch wenn es absolut genießbar wäre, dort geht schon mal ein grosser Teil weg. Die Grossverteiler kaufen viel zu viel ein, weil einfach die Konsumenten sich gewöhnt sind, das zu widern. Tages- und Abendzeit von allem immer alles hat. Woraus natürlich resultiert, dass jenes Zeug einfach abläuft oder nicht fertig gebraucht wird, weil es darf gar nie etwas ausgehen, wenn es in einem Coop um 9 Uhr kein Brot mehr hat. Das geht nicht. Folglich hat es um 10 Uhr halt, wenn der Laden zugeht, immer noch mega viel Brot. Ich habe mehr Mühe mit guten Früchten zurückzulassen, wie sonst so abgepacktes Zeug. Muffins oder irgendwas so, habe ich weniger Mühe, weil dann finde ich so, ja, eh so Industrieschrott. Also ich meine, es ist ja genau gleich, ist das Lebensmittel und es ist essbar und es ist wunderbar, aber eben das lasse ich dann eher zurück. Das ist eigentlich das Coole daran, oder? Du machst so etwas, das so an der Grenze ist, aber eigentlich ist es so, dass es fühlt sich so an, so, hey, es ist richtig und es ist voll korrekt. Wir sind da im Recht, weißt du? So, was will der jetzt vom Supermarkt, der Oberboss da kommen und mir etwas von Privatgrund sagen, wenn ich eigentlich seine weggeworfenen Waste wieder verwerte? Ja, leider keine Beute fürs erste Mal. Hat uns einer verwehrt, dass wir uns bedienen aus dem Paradies. Tja, next time. Das Gefühl, Lebensmittel ist jetzt in der heutigen Zeit etwas relativ Abstraktes, wo man gar nicht mehr daran denkt, wo das vorher war oder was das für einen Weg gemacht hat und auch was man mit der Wahl des Lebensmittels für einen Einfluss hat. Es gibt das Mindesthaltbarkeitsdatum, das sagt, bis dann ist garantiert die Qualität unverändert. Aber man kann es weiterhin noch essen. Und dann gibt es Verbrauchenbiss, zum Beispiel auf Fleisch, wo dann wirklich heisst, gut, nachdem sollte es nicht mehr essen. Und das wird halt häufig von den Leuten nicht unterschieden. Also ein grosser Teil ist das Problem von der Großverteilung, dass es nicht eindeutig kommuniziert wird und auch bewusst, weil das natürlich einen Umsatz steigert. Je mehr weggeschmissen wird, desto mehr gehen die Leute wieder neues Zeug kaufen. Also die profitieren durchaus davon. Ich würde weiterhin Container, solange bis alle Container, die ich kenne, irgendwie verbarrikadiert sind oder abgeschlossen oder irgendwie bis Grossverteiler keine
Überproduktion mit produzieren, und es einfach keinen Abfall mehr gibt, dass man nicht mehr containen kann. Das wäre natürlich so das grosse Ziel. Dann wäre quasi gesellschaftlich das erreicht, was man erreichen will, längerfristig. Dass es eigentlich uns Container gar nicht braucht, weil es einfach keinen Abfall mehr gibt.